Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Ich bin's wieder, euer André, und heute geht's mal von Innsbruck zurück nach Köln. Wir nehmen dieses schlechte Wetter, was im Moment in Deutschland herrscht, einfach mal mit und schauen mal, wie dieser wunderschöne A320 Neo damit umgeht, beziehungsweise wir damit umgehen. Wir fliegen wieder auf Aveiro und die Lotsenabdeckung sieht aktuell relativ gut aus. Jetzt soll's aber auch direkt losgehen und deswegen geht's ab in den Flieger. So, wir starten wie immer Cold and Dark, machen mal ganz kurz die Batterien schon an und etwas Licht, dann können wir den Flieger schon mal soweit vorbereiten. Auf der linken Seite mal das Tablet an und ein paar Lichter dürfen auch nicht fehlen. So, bevor es jetzt wirklich losgeht, machen wir einmal unseren Battery Check, gehen also hier einmal auf die Alec Page. Schauen uns das Ganze mal an auf und die Amperezahlen passen. Wunderbar, haben wir das schon abgeschlossen. Wir fangen also an, machen unsere Crew Supply an, Ground Control, einmal den Test und natürlich wieder unsere Navigation. Ein paar Lichtchen dürfen auch nicht fehlen, in der Kabine als auch draußen, und dann haben wir das grundsätzlich hier schon mal abgeschlossen. So, wir setzen mal ein paar Button, laden unseren Flugplan auch einmal hier rein, es geht nach Köln, und schauen mal, was wir denn da draußen alles schon so anschließen können. Und dann gucken wir uns auch gleich mal draußen alles an. So, das sieht recht ruhig aus hier, schneebedeckt, dunkel, der Mond steht hinten schön, das sieht doch wunderbar aus. So, bevor wir unsere Gäste jetzt aber reinschicken, laden wir mal den Grundplan rein und refuelen den ganzen Flieger mal. Heute haben wir eine Gegenwindkomponente von 47 Knoten und brauchen 5,5 Tonnen plus Taxi-Fuel. Ich würde mal 6 Tonnen laden, dann haben wir auch ordentlich Spiel, wenn wir irgendwo hinterwerten müssten oder in mehrere Go-Rounds müssten, wie auch immer, denn das Wetter in Köln sieht im Moment auch nicht so prickelnd aus. So, das ist da, das ist da. Dann drücken wir jetzt einmal die Taste, weil wir hier keinen lokalen ATIS oder keine lokale ATIS haben und keinen Tower-Lotsen. Deswegen werde ich mir einfach den Luftdruck mal holen auf 1019. So. Refueling läuft. Dann können wir zumindest schon mal gucken, wie viele Gäste wir denn heute empfangen. 170 an der Zahl, das ist doch mal ordentlich. Refueling ist abgeschlossen, dann starten wir auch instant mit dem Boarding. In der gleichen Zeit ziehen wir uns hier einmal unseren Flugplan. Heute geht es auf Flight Level 360. Und der Flugplan ist da. So, dann bereiten wir schon mal hier nochmal ein paar Dinge vor. Das passt soweit. Wir machen einmal einen Fire-Test. Das sieht doch gut aus. Und dann fährt anscheinend der Kollege hier wieder weg. Den wollen wir doch nochmal ransetzen, weil der braucht natürlich noch nicht wegfahren, weil unsere Gäste ja noch nicht on board sind. So, ein paar Einstellungen führe ich schon mal durch. Schließen uns schon mal ein. Und dann drehe ich schon mal spontan von Wien Radar einmal die Frequenz ein. Das ist 1-2-1-3-4, Entschuldigung. 3-5-0. Und dann holen wir uns unsere Clearance und aufgrund der Clearance geht's dann auch los und weiter. Und dann machen wir auch unseren Flugplan fix. So, das haben wir eingegeben. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob dem immer noch so ist. Ja. Wien Radar ist immer noch zuständig, danach aktuell München Radar, Langen Radar und dann sogar Köln-Bonn Tower. Da bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, wir fliegen mal auf die Frequenz rüber und holen uns mal unsere Clearance ab. Also, thank you.
So. Dann würde ich sagen, rufen wir mal rein und sagen noch mal ein bisschen was zu uns und unserem Flieger, dass wir hier gerade stehen. Wien Radar, die Lufthansa 356 at Innsbruck Gate 4, request IFR Clearance. Lufthansa 356, guten Abend, Köln, Kempten 5, Juliet Departure, oder fahren wir 08, Klein bin ich Lille 30, Skok und Dachen. Wunderbar. Lufthansa 356 is clear to Köln-Bonn via the Kempten 5 Juliet departure out of runway 08, initial climb, flight level 130 and squawk is 1000. Correct. Schön. So, squawk 1000, den Rest haben wir, das heißt unser Flugplan als solches passt. Aus der 08 auf die Kempten 5 Juliet. Und dann haben wir das zumindest fertig. Wir gucken gleich, ob unsere Gäste, wobei unsere Gäste werden schon drin sein. Er ist auf jeden Fall schon weg, aber das bedeutet ja nichts, haben wir ja gerade gelernt. Gucken wir uns jetzt mal kurz den Flugplan ein. Also wir fliegen hier eine Schleife anscheinend. Gucken mal, ob das so grundsätzlich passt. Kempten ist wieder doppelt, dann löschen wir den einmal raus und dann löschen wir die Disco raus. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber auch eiskalt mal durch unseren Flugplan, den wir haben, und gucken mal, wie wir uns da aufstellen. Also, erst einmal fangen wir ganz üblich hier an. Wir stehen hier. With the 27 Tango Contact Munich 132.555. Bye-bye. Stehen hier und rollen dann gleich Richtung Alpha, machen hier einen Turn und gehen dann raus. Dann holen wir uns unsere SIT einmal heraus. Wir haben hier aus der 08. Die Departure Route hier. Also wir haben hier Kempten 5 Juliet. Das heißt, wie geplant geht es hier raus, geht es dann in einem Rechtsturn. Und dann geht es weiter hier hoch. Wenn ich das richtig sehe, genau, dann geht es einmal hier hoch, wunderbar. Das sieht dann aber verschriftlich auch nochmal ein bisschen anders aus. Hier haben wir das nochmal, die Kempten 5 Juliet, also bei 077 Degree von Oscar Echo Juliet intercepten wir das Bearing von 065 und gehen dann via rum inbound auf Oscar Echo Juliet bei 4,4 nautische Meilen Entfernung, machen wir einen Rechtsturn mit einer Minimumbank von 25 Grad, maximal 154 Knoten, intercepten dann das Bearing 245 zu Innsbruck, gehen also wieder zurück, dann mit einem Bearing auf 285 vom Innsbruck to Mokti, machen wir einen Rechtsturn und intercepten das Radial 143 inbound zu Kempten. So, das sieht doch gut aus. Wir haben hier verschiedene Minimums drin. Initial Climb wurde uns schon gesagt. So, das schauen wir uns jetzt an, ob das auch alles so stimmt wie das, was wir jetzt hier drin haben. Das heißt, wir gucken uns einmal den Flugplan hier an. Also, wir gehen raus. Gucken wir uns das dann genau nochmal an, ob das denn genau das ist, was wir tun werden. Also wir gehen aus der 08 raus. Richtung rum. Das auch. Haben wir einen Trick von 2. Sind wir schon hier unterwegs? Da müssen wir mal kurz gucken, ob wir hier Constraints. Bewegt sich der Plan? Da sollte man natürlich auf Plan klicken, dann bewegt sich der Plan auch mit. Wunderbar. Also, wir sind hier unterwegs, sollten beim Rechtsturn maximal 154 Knoten haben und intercepten dann das Bearing von 245, Entschuldigung. Mensch, da war aber jetzt ein Dreher in meinem Kopf. Und dann gehen wir darüber. Das sieht soweit ganz gut aus. Müssen dann halt nochmal gucken, dass wir hier bei dem Punkt
nicht zu schnell sind. Dann geht's Richtung Rechtsturn, Richtung Innsbruck. Das heißt, wir werden uns hier mal bei dem Rechtsturn maximal 154 Knoten drauflegen. Speed. Basically up to you, but high speed would be appreciated. Roger. We'll keep high speed then. Das heißt, wir starten auch mit Manual Speed hier, also stellen uns das gleich schön auf 154 ein nach dem Takeoff. Und dann müssen wir mal gucken, wenn wir sicherlich nicht clean fliegen können. Oder wir können ein bisschen schneller und dann nochmal runterbremsen. Ich würde aber trotzdem dafür sorgen, dass wir dann unsere Klappen gegebenenfalls noch nicht einfahren, aber das sehen wir dann. So, wir würden, wenn wir das alles gemacht haben, setze ich hier mal ganz gerne noch die Fix Info, damit wir hier auch von Lovi 08 entsprechend auch rauskommen. Dann gucken wir uns nochmal auf dem Ground Chart an, wie das Bearing denn da aussieht. Das ist 077. Das tippen wir auch einmal hier ein. Das heißt, das 77 hätte ja auch gereicht. Und dann geht es erstmal in case of trouble, engine failure etc. geht es erstmal weiter geradeaus. Wir haben aber sicherlich auch hier eine MSA zu beachten. Die schauen wir uns doch mal hier an. Die MSA sehen wir hier, liegt bei Rattenberg auf 25 nautischen Meilen. Dann tippen wir die auch einmal ein. Romeo, Tango, Tango und 25 nautische Meilen. Das haben wir auch so. Dann haben wir unsere Grundplanung soweit abgeschlossen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz rein, ob grundsätzlich der Weg sinnvoll ist. Das sieht soweit ganz gut aus. Und dann kommen wir dann hinterher bei Gulco. Dann machen wir, gucken wir mal, was wir da machen für eine Arrival. Aber das sieht doch schon mal gut aus. So, wir haben die Constraints drin, stellen hier schon mal unser 130 ein. Gehen jetzt weiter durch den Plan. Wir haben gerade in dem Chart hier gelesen, dass wir verschiedenste Punkte hier haben sollten. Also ich werde jetzt hier Oscar Echo Juliet auf jeden Fall eingeben und Innsbruck selbst, genau. Dann wissen wir auch genau, wo wir hin müssen. So, wir können uns das auch nochmal auf der Karte ansehen, wie denn unser Abflug aussehen wird. Hier haben wir es dann nochmal. Also gehen wir hier einmal rechts rum. Wir holen uns gleich Oscar Echo Juliet rein. Ne, hier ist nur Victor, hier ist Oscar Echo Juliet. Und dann holen wir uns natürlich auch Innsbruck rein. Haben einmal ein VOA und Innsbruck ist ein NDB. Dann tippen wir das auch mal so ein. Oscar Echo Juliet kommt hier hin. Nicht in Database, interessant. Dann tippen wir doch einfach mal die Frequenz ein, die blende ich jetzt auch nochmal kurz ein. Das ist 109er Decimal 7. 109er Decimal 7. Und auf der anderen Seite kommt India November November aufs DB. Andersrum. So. Haben wir auch drin. Passt. Hat er auf jeden Fall gefunden. Also unsere Gäste sollten drin sein mittlerweile. Das heißt, wir sind auf der Ratnav-Page, sind jetzt hier wieder dort. Laden uns einmal das rein. 5,9 Tonnen konservativ Blockfuel. Hatten hier minus 47 Knoten Wind. Gehen dann einmal auf die Perf-Page, machen einen Flaps 1 ab 08. X50, V1 is 133, VR is 134 und V2 is 138. Transition Altitude 1, Flight Level 100, beziehungsweise 10.000 Fuß hier. Wir setzen uns im Falle des Falles, aber jetzt nicht die, das gucken wir uns jetzt nochmal genau an, also im Falle, dass wir jetzt einen Startabbruch durchführen sollten, beziehungsweise keinen Startabbruch durchführen sollten, sondern wirklich ja, wieder zurück müssen, wir in die Richtung starten werden, werde ich gucken, dass wir nicht einmal komplett
um den Pudding müssen, sondern wieder auf die 26 zurückkommen. Deswegen würde ich mir jetzt hier einmal die 26 eingeben. Das mache ich nämlich ganz gerne. Da weiß man nämlich auch, wo es im Notfall, hätte Lovi schon eingegeben, 26. Dann wissen wir nämlich das Bearing und die Distanz zu 26. So, wir haben soweit alles jetzt durch. Sind einmal fully configured, was das angeht. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Machen unsere APU schon mal an. So, Flip Open, Start. In der Zeit machen wir mal ein Engine Fire Test. Ob auch alles so leuchtet, wie erwartet und wie und wo es leuchten soll. Wunderbar. Wunderschön zu sehen, wie die ganzen Hydrauliksysteme noch nicht oder noch keinen Druck haben und dabei immer noch hängen. Das werden wir gleich beim Pushback sehen, wenn wir die Triebwerke starten und Druck auf die Pumpen kommt, dass das dann passen wird. So, APU ist an, externe Power geht aus, Pumps gehen an, Licht geht aus, externe Power geht aus, der Pushback-Fahrer kommt und dann können wir auch gleich unserem Pushback requesten. So, nochmal zur Erinnerung, wir pushen uns dann in die Richtung, facing east, und dann geht es hier über Alpha auf die 08 zurück, drehen wir einmal hier und dann geht's raus. So, Pushback-Fahrer ist dran. Beacon geht an. Und wir requesten mal unser Push and Start. Lufthansa 356, request Push and Start. Lufthansa 356, Push and Start approved. Lufthansa 356, Push and Start approved. So. Das heißt, jetzt geht's einmal hier raus. Das passt soweit. Und dann. Swiss 737, descent 5000 feet. Parking Brake ist auf. Und dann geht's los. So. Schwer zu sehen hier die Linie. Schauen wir mal, dass wir uns schön drauflegen. Und dann drücken wir uns mal nach links, damit wir gleich auf die 08 kommen. So, und dann würde ich sagen, Engine Start, Engine 2 Start. Jetzt sehen wir auch gleich, wie die Hydraulik kommt. Swiss 85 from a Tango, left heading 130. Left heading 130, Swiss 85 from a Tango. So, Pushback stop. Parking brake set. Swiss 737, left heading 010, times 4000, clear the left C4. Das sieht schon wahnsinnig schön aus. Da kommen sie hoch. Das sah wirklich wunderbar aus. Also sehr, sehr realistisch. So, dann würde ich sagen. Engine One Start. Swiss 85 Romeo Tango, left heading 0090, descent 5000.
Settling 090, descend to 5000, this is 800 on the tangle. Axis 727, to confirm, you're cleared ILS. You just got to localize. So, wir holen uns schon mal München Radar rein auf 132555. Damit wir gleich die Frequenz direkt wechseln können. 132555 München Radar. So, ist available. Wir können unseren Pusher einmal wegjagen, dann machen wir den After-Start-Flow. Und dann machen wir einmal einen Flight-Control-Check. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, radar, full left, full right, neutral. Dann unsere Pitch mal eben noch auf Zeroid. Dann passt das. So, Pusher ist weg. Wir stehen hier wunderschön am Flughafen Innsbruck und holen jetzt einmal unsere Taxi-Clearance. Lufthansa 356, request Taxi. Lufthansa 356, Taxi holding point runway 402 Alpha. Lufthansa 356, Taxi to holding point runway 082 Alpha. So. Dann würde ich sagen, geht's jetzt auch los. Kurz Lichter an, die wir brauchen. Das sieht einfach wunderschön aus. Ich kann es gar nicht anders sagen. Mit dem Mond im Hintergrund. Einfach toll. Gut, aber lass uns davon nicht ablenken. Die Parking Brake geht off. Pin ist raus. Und auf geht's zur Runway. Zum Brake-Check. So, schneebedeckte Taxiways hier. The approach, good evening, Swiss 4532, flight level 140, via Bravo 4 Bravo, expect turning to 008, New York. Flight 10, please prepare to take off. So, 08 Richtung, also Richtung 08 auf Alpha. There was no transmission for you, Swiss 4532, your request is copied, and for now, meeting present heading will be later on Vectus for Elman. Roger, wait for Vectus 4532. Swiss 4 Papa Uniform, right heading 310, down 4,000 feet, clear the left approach, runway 34. Roger, right 310, 4,000, clear the left 34. So, wir wissen, was wir machen müssen. Right heading 210. British Global 829 X-ray, V1365, so. Okay, now 1365, let's do it now. This is so schön. Das kann ich oft genug sagen. So, wir sind da. Holding Point Runway 08. Parking Brakes gehen rein, signalisieren, dass wir nicht weiter taxieren. Und dann warten wir mal, bis er uns wieder ruft. Squawk Mode Charlie. In der Hoffnung, dass es jetzt auch gleich losgeht. So, danach sehe ich es. Kein München Radar mehr online, das heißt, wir gehen dann wahrscheinlich auf 122.8 wieder.
310 to the left street. Fish stop up here, turn speed 1-8, Fiona. Speed 1-8-0, speed stop, please stop. Fish 737, and speed 180. Speed 180, just down. So, würde ich sagen, rufen wir mal rein. Lufthansa 6, ready for lineup and departure. Lufthansa 356, you are clear takeoff from Missouri 8, wind is calm, backtrack approved. Lufthansa 356, cleared for takeoff out of runway 08 and backtrack approved. So, wunderbar. Dann würde ich sagen. Uniform Speed 160 or more until 40 meters. Machen wir die wichtigsten Lichter an. Wir sind schon cleared for takeoff. Parking Brake ist aus. Dann rollen wir einmal auf die 08 mit dem Backtrack. Der ist auch cleared. Speed 160 knots LS. 716, yeah. Turn up, turn left, 37 and establish now. Thank you. Just hold up the uniform, get to land 34, wind is calm. So, da wir unsere Freigabe schon haben, können wir jetzt auch einfach durchstarten. Natürlich drehen wir noch einmal um. So, wir stehen, sind ausgerichtet auf der 08. Sehen gut aus, leuchten schön. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz, ob alles passt. Guck Charlie, das passt, 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 passt. Und dann würde ich sagen, geht's auch in den Takeoff. Mal in die Bremsen. Und stable. Manflex 50 SRS Autothrust Blue. Das Z. Oh, Wind anscheinend jetzt gerade mitgenommen. 100 Knots. Climb, gear up. So, wir bleiben einmal hier ungefähr in unserer Geschwindigkeit. Thrust lever climb. Thrust climb, open climb. Und dann geht der Autopilot One einmal an. Send your profile in KNH 109, please, for 5 to 2. So, nochmal zur Erinnerung. Wir haben gleich eine Geschwindigkeitsbegrenzung im Turn von maximal 154 Knoten. Würden wir jetzt auch halten, deswegen fliegen wir nicht clean erst wieder auf dem Rückweg. Das heißt, wenn wir hier gedreht haben,
dann geht's dann auf unsere volle Geschwindigkeit. Lufthansa 356, climb in flight level 150. Schade, dass München Radar nicht mehr online ist. Bravo to the apron and use caution if you click. Both three, so now I'm tell. Thank you very much, and I'm 737. So, wir haben jetzt unser. Lufthansa 356, Direct Captain. Lufthansa 356, Direct Captain. So, wir machen einmal einen Direct. 6452, Captain N48, wind car. Also Left Turn und stellen unsere Altimeters kurz auf Standard um. Altimeters Standard Level 114. So, haben wir einen Rechtsturn nicht machen müssen. Warten wir mal kurz, bis wir aus der Kurve raus sind und dann gehen wir auch ganz normal auf unsere Konfiguration. So, dann würde ich sagen, lösen wir unser Speed Constraint auf. Das macht er noch nicht so schön hier. Ja, der fliegt jetzt so wieder zurück. Er hätte eigentlich jetzt auch so fliegen können. Pullman 9 and 3, Helika Montage, bye bye. Dann würde ich sagen, die Slats fahren ein und dann würde ich sagen, machen wir Flip Zero, Speedcheck Flip Zero und räumen den Flieger einmal auf. So, wir sind unterwegs. Lufthansa 356, Unicorn 1 today, ciao.
Lufthansa 356, Monaco Union, Tom 12 Decimal 8. Danke für den Service. Schönen Abend, dir, ciao. So. Alpine 73, Kill Uniform, Monitor Unicom, straight, bye bye. Dann gehen wir auf Unicom wie angedroht und steigen auch auf 360. Dann brauchen wir es nämlich auch nicht ausleveln. Wir können uns schon mal die Radnavs clearen, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und windig hier oben. Seatbelts habe ich mal noch angelassen, können die Lichter übrigens auch ausmachen. Wir sind über 10.000 Fuß, lasse die Seatbelts aber nochmal an, weil ich mir das gerade im Abflug schon dachte, dass das ein bisschen sportlicher hier wird. Hier können die Fix-Infos auch raushauen, wir sind über alle blöden Constraints hinweg und da kommen jetzt auch keine mehr bis Kempten, also lassen wir uns mal die Airports auch einblenden. Raus, dann verwirren die uns nicht weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt schon mal mit unserem Anflug beschäftigen. Also Langen Radar ist noch online, wir brauchen aber noch ein paar Meter, bis wir da sind. Das macht aber nichts. Wir können ja schon mal gucken, was in unserem Flugplan steht. Hier gehen wir auf die GoCo 2 Charlie Arrival. Das tippen wir uns dann auch einfach schon mal ein. Also hier einmal drauf. Runway 14 left, wenn ich das richtig gesehen habe, genau, und dann gehen wir über die GoCo 2 Charlie. So, dann können wir jetzt gucken, ob wir die über Nervenich oder über Wipper nehmen. Und das gucken wir uns am besten dann mal in den Charts an. So. Wir haben hier die GoCo 2 Charlie und hier die 14 left. Das heißt, wir kommen hier unweigerlich bei Cola vorbei, aber auch bei Wipper führt. Das heißt, ich würde jetzt sagen, dass wir einmal die GoCo, schlauer wäre wahrscheinlich die GoCo 2 Victor gewesen. Aber das können wir auch immer noch editieren und ändern. Würden wir nämlich hier über die 2 Victor gehen und dann über Wipper führt rein. Aber wir können aber gucken, wie das gleich im Flugplan aussieht. Auch für die 2 Charlie Wipper und dann so den Turn fliegen. Also setzen wir uns auf jeden Fall Wipper führt da rein. Gucken uns den Plan aber auch jetzt einmal an, ob der denn so sinnvoll ist oder ob da jetzt ganz grobe Schnitzer aufgrund dieses Anflugs drin sind. GoCo Cola Wipper führt. So, und dann ist das eigentlich jetzt dieser, ja, bei der aktuellen Geschwindigkeit, mit unserer aktuellen Ground Speed, würden wir das jetzt völlig überschießen, aber ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir kommen hier runter, gehen über Wipper dann hier rein und dann passt das. Ich gehe aber eh davon aus, dass wir nachher Headings bekommen werden und uns auf die 14 left dann konzentrieren dürfen. Hoffentlich. So, noch ordentlich windig hier, das Flugzeug schwankt noch, haben knapp 50 Knoten Gegenwind. Dann müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Sagen, wir holen uns schon mal beim Zielflughafen der ATIS ab.
Das sieht doch einfach schön aus, man kann es ja gar nicht anders sagen. Wir haben jetzt mittlerweile unser ATIS auch bekommen, dann gucken wir mal, was uns denn der Flughafen da kredenzt. So, drucken das einmal aus, legen das einmal nach vorne und bevor wir das jetzt machen, gucken wir mal, wo wir denn wirklich in unseren Sinkflug müssten. Wenn wir uns jetzt mal die Stars nochmal anschauen mit der Gulco, Wipper Fürth etc., dann wird uns, wenn wir uns dieses Chart mal anschauen, mit dem ILS of the One for Left, dass wir natürlich hier über Gulco reinkommen. Wir hätten jetzt natürlich auch die One Sierra nehmen können, also wir konnten über Gulco rein, gehen hier aber einmal über Wipper Fürth und gehen dann rein. Das ist auf jeden Fall der schönere und kürzere Weg, dass wir hier bei Lekdu 3000 Fuß brauchen und hier 5000 Fuß bei Gulco. Gucken wir uns das nochmal kurz auf unsere Star hier an. Da sehen wir die Karte auch nochmal. Also hier haben wir den Punkt Gulco. Und das Limit hier ist auch bei 5000 Fuß. Also werde ich gucken, dass wir bei Gulco die 5000 Fuß haben und darauf jetzt unseren Descent einmal ausrichten. Dazu helfe ich mir einmal über die Fix-Info. Gehe einmal auf die vierte Seite, gebe Gulco ein. Jetzt habe ich ja gesagt 5000 Fuß, das heißt wir müssen 31.000 Fuß verlieren, mal 3, bei 93 nautischen Meilen, die wir vorher in den Sinkflug müssten. Die sehen wir dann auch hier schon, das heißt spätestens da würden wir dann auch unseren Descent requesten. So, und dann gebe ich mir das hier auch nochmal zur Kontrolle ein, damit wir auch immer so die Entfernung abschätzen können. 93 nautische Meilen vorher. Wir berechnen nachher nochmal den Gegenwind oder den Wind mit ein. Wenn wir Gegenwind haben, sagen wir mal 50 Knoten, ziehen wir pro 10 Knoten dann nochmal eine nautische Meile ab. Und wenn wir Rückwind hätten, was wir nicht haben werden, würden wir natürlich die Meilen drauf rechnen. So, ist ein bisschen ruhiger geworden. Dann würde ich jetzt auch einmal die Seatbelt Signs nach der Kurve einmal wieder ausschalten. Oder wieder ausschalten. Ich würde sie erstmalig ausschalten. So. Ein bisschen haben wir noch was vor uns. Knapp über eine halbe Stunde. Vor uns ist auch ein Flieger. Das sehe ich gerade hier. Er zieht aber an uns vorbei anscheinend und kreuzt uns nicht. Müsste recht an uns vorbeiziehen von Brüssel nach Athen. Ist er auch schon wieder weg, wahrscheinlich, weil er jetzt zu weit unter uns ist. Unser T-Class ist ja noch nicht auf Below. Das machen wir aber auch erst, wenn wir oben sind, denn wir steigen ja noch weiter und fleißig. So, das können wir auch mal ausmachen. Können wir es nachher wieder einschalten. So, mit Gegenwind steigt sich schön. Haben wir natürlich guten Auftrieb. Deswegen ist jetzt auch in diesen Höhen der Climb schon noch relativ hoch. Sinkt jetzt aber auch natürlich leicht ab, je höher wir kommen, wie so dünner die Luft wird. So.
So, wir haben hier den Flugplan. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Kunod. Auf Climb sollten wir jetzt gleich so haben. 3,6 Tonnen, 4,6 Tonnen haben wir noch. Sieht also gut aus. So, 1000 left. Mach Vertical Speed Alt U. Gleich unsere Cruise Altitude erreicht und in den nächsten 3-4 Minuten würden wir dann auf die Frequenz von München gehen. Natürlich nicht von München, die sind hier offen von Langradar, das Urban 36 in einer 55. Und 36, das können wir schon mal einstellen. In einer 55, dann brauchen wir gleich einfach nur wechseln. Als da. Und Alt Cruise, dann geht unser T-Cast auf Below. Und dann sind wir oben. So, dann würde ich sagen, gucken wir schon mal, dass wir unsere Route da schon mal eingeben. Die wir gleich geplant haben. Also nicht unsere Route, sondern einmal unsere Landekonfiguration. Was haben wir denn da? Was sagt uns den Köln-Bonn Tower? Sagt uns, dass wir einen Wind von 210 Knoten und 210 aus Richtung 210 mit 14 Knoten haben, so rum. Das ist okay. Geht auch schöner. Arrival ist 1-4 left, 1-4 right and 2-4. Die 2-4 ist wahrscheinlich dann die charmanteste, sind aber hier in keinem Crosswind-Limit oder so. Gas bei 25 passt da auch alles. Wir haben freie Sicht, ein paar Wölkchen auf zwei Schichten mit 6 Grad und ein Q&H von 1010. So, wunderbar. Und wenn wir uns jetzt einmal auf der Karte unserer 1-4 left anschauen, die 1-4 left, dann sollten wir hier bei Lecto die 3000 Fuß haben, gehen im 3 Grad Profil runter, gucken gleich mal, was wir beim Misapproach machen, beziehungsweise, ja, würden bei der Misapproach geradeaus raus und dann links rum nach 2,8 nautischen Meilen von Kilo Bravo Oscar oder 2000 Fuß und höher, whichever is later, in den Left Turn gehen, nach Wipper Fürth auf 3000 Fuß steigen und es dann wieder einreihen. Wir brauchen aber hier einmal unsere Cut 1 mit 430 Fuß, wenn wir das gleich manuell anfliegen. Und das werde ich natürlich versuchen, solange es geht. So, ich würde sagen, wir melden uns jetzt mal bei Langen an. Gehen wir schon mal auf die Frequenz und lauschen mal, ob da irgendwas ob das gerade passiert oder ob wir uns jetzt da wirklich melden können. Das sieht so aus, als ob wir uns da melden können. Langradar, schönen guten Abend. Lufthansa 356 inbound Q-Bot, Flight Level 360. Lufthansa 356, Langradar, hallo. 66615. Lufthansa 356, Squawk 6635. Ja, 6615. 6615, Lufthansa 356. Zahlen merken ist nicht so meins. Condor 1 Tango Bravo, der Fidel Command 23 left, via Lima 55, Lima 1. Also 356, identified, proceed direct, Gulko. 356, proceed direct, Gulko.
Airbus 25 on block 12, hard box infinite. So, schön in den Rechtsturn hinein. Hello, good evening, Canary 3110. So, wir werden hier wahrscheinlich auf die 14 left kommen, zumindest haben wir das geplant. Und dann werden wir gucken, dass wir hier entweder bei Alpha 3 oder Highspeed Alpha 2 rauskommen und dann einmal zurückrollen und dann mal gucken, wo es uns dahin verschlägt, wenn wir auf der 24 landen. Da müssen wir mal gucken, wo wir hier rauskommen. Und wo sie uns dann hinlotsen, die ist sehr kurz. Werden wir dann da wahrscheinlich hier so in dem Sektor dann wirklich Richtung Stillstand kommen und dann werden wir hier aber auch auf Bravo abrollen und dann auf den Apron gehen. Sind wir mal gespannt, vielleicht gibt es ja immer noch die 14 left, was auch immer uns der Lotse da nachher präsentieren wird, aber da bin ich dann auch schon darauf vorbereitet oder wir darauf vorbereitet. In knapp 23 Minuten passieren wir dann so die wichtigsten Schritte unseres Flugs und dann gucken wir mal, das wäre Alpha 5 vor 3 und 2. Da können wir gleich auch nochmal unsere Landing Distance berechnen. Und dann mal gucken, wo würden wir denn noch rauskommen auf der 14 left. So, wir haben noch so gute 40 nautische Meilen, bis wir in den Sinkflug müssen. Dann können wir das ja auch einfach mal machen, indem wir auf den Calculator gehen, beziehungsweise holen uns hier einmal unser Planned Landing Weight raus. Das sind 63,269 Tonnen. Zählen wir schon mal hier ein. 63,269 Tonnen auf Equidelta Delta Kilo. Und den Rest holen wir uns einmal raus. Machen wir mit Reverse Thrust. Und Runway Altitude etc. holen wir uns jetzt aus den Charts raus. Das haben wir hier hinklicken, dann kann ich das auch schon. So. Dazu brauchen wir ein paar Charts. Und zwar einmal das. Also, wir kommen hier auf die 14 left, haben bei der Threshold eine Höhe von 230 Fuß. Das zählen wir noch einmal rein. 230. Als Heading sehen wir hier bei der 14 left ein Heading von oder ein Bearing von 136. Unser Runway Slope ist, wenn wir von der auf die 14 left kommen, geht es nach oben mit 0,6%, 0,6. Und die Landing Distance Available haben wir hier mit 3815 Meter. Unsere Approach Speed wird sein wahrscheinlich so um die 130, 132 VAP. Und wenn wir dann auf Calculate gehen, sehen wir, dass wir mit Manual Maximum Brake bei 1228 Metern zum Stillstand kommen, bei Medium bei 1551 und bei Low auf 2187. So, und wenn wir uns das jetzt einmal anschauen auf unserer Ground Chart, dann werden wir sehen, dass wir, wenn wir bei Alpha 2 raus wollen, dass wir dann wirklich in gefühlt jeder Konfiguration, also auch mit Auto Brake Low, was ich dann einstellen werde, da locker rauskommen. Ja,
Siedlung, 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 Siedlung. So. Folglicherweise, je nachdem, wenn wir Medium Break machen, könnten wir sogar hier raus bei Alpha 3, aber ich glaube, in Highspeed auf Alpha 2 gucken wir einfach mal, wo wir rauskommen. Das ist ja jetzt auch im Moment tatsächlich dann noch relativ egal. So. Ich würde uns aber trotzdem dann schon mal unsere Fix-Infos setzen, so wie wir sie brauchen. Echo Delta Delta Kilo auf die 1-4 Left konfigurieren wir, wenn wir eine andere Bahn bekommen. Und natürlich alles nochmal um. Wir hatten 1-T-6 als Radial. Als Miss Approach geht es dann weiter geradeaus. Na, wir kommen nämlich, also diesen Schwung hier machen wir nicht. Wir gehen ja so dann drauf, aber aufgrund der Geschwindigkeit berechnet die Fly-by-Wire-Mod das aktuell noch so. Ziemlich bewölkt. Gucken gleich, dass wir Engine-Anti-Ice anmachen, wenn wir in den Sinkflug gehen. Und dann brauchen wir noch eine MSA. Die ist, soweit ich weiß, immer bei Kilo Bravo Oscar und auf 2-5 im Radius. Gucken wir uns aber natürlich auch nochmal an in den Charts, denn das ist natürlich richtig, aber war natürlich auch aus dem Gedächtnis, sollte man trotzdem natürlich einmal überprüfen. Wir haben hier Kilo Bravo Oscar mit 25 nautischen Meilen als MSA. So. Dann geben wir uns aber auch schon mal die Echo Delta Delta Kilo 1-4 Left hier ein. Schade. Also er wird uns gleich auch verlassen. Gehen wir wohl auf Unicom gleich. After the touching go, on routing towards Nürnberg again, Hunting Tower 94, 9-0, schönen Abend, tschüss. Und von der 9 sind dann on routing after the flow. Danke, tschüss, Service, und noch viel Abend, tschau. After the 356, I'm closing, Monitor Unicom, schönen Abend, tschüss. Lufthansa 356, Monitor Unicom, 1-2-8, wünsche dir einen schönen Abend, danke für den Service und ciao. Ebenso, tschüss. So, auf Unicom 1-2-8, dann sind wir jetzt bis zum Tower ganz alleine. Dann können wir jetzt auch mal gucken. Wir haben ca. 60 Knoten Gegenwind. Ich würde jetzt mal mit 50 konservativ rechnen. Das heißt, wir werden uns hier in unserer Fix-Info einmal 5 abziehen. Dann sind wir bei 88 nautischen Meilen. Das heißt, wir müssen jetzt noch nicht runter und können uns dann ganz entspannt auch nachher auf die 1-4 Left setzen. Falls der Lotse da noch online ist, was ich hoffe, der ist jetzt auch schon knapp 4 Stunden online, dass er das noch mitmacht und hat 2 Inbound-Flieger, und zwar bin ich das und noch jemand, der erst eine Dreiviertelstunde später ankommt, hat im Moment 2 Outbounds bzw. einen gelandeten. Aber das macht ja nichts. So, die Station ist geclosed, das heißt, wir sind jetzt wirklich ganz alleine auf uns gestellt. Und das schaffen wir aber natürlich auch. Haben wir zumindest ein bisschen Ruhe, beziehungsweise können uns jetzt unsere Bahn eigentlich aussuchen, denn wir werden dem Lotsen gleich nachher nur noch sagen, hey, ich komme gerade auf die 1-4 Left, ich komme da gerade an. Und dann hat er das auch in Anführungsstrichen natürlich zu akzeptieren und uns da runterzubringen. So. Wir sind auf unserem Top of Descent angekommen und deswegen würde ich sagen, gehen wir schon mal auf 10.000 Fuß runter. Da scroll ich immer weiter raus und dann geht's los. Thrust Idle um Descent Alt Blue. Und weil wir den Punkt jetzt erreicht haben, können wir uns auch einmal die Fix-Info rausklären, dann stört die uns nicht weiter. Wir wissen ja jetzt, wie weit es ist. Die Runway haben wir drin und dann können wir weiter in unserem Descent hier spielen.
16 Minuten noch. Und 10 mal unten. Zumindest auf einem guten Weg unten zu sein. Also wir haben ja hier natürlich noch ein paar Minuten mehr. Hier sind wir knapp noch bei 20 Minuten und ich halte 25 Minuten für am realistischsten. Hier sehen wir aber in unserer Konfiguration links, was wir denn da alles gleich in der Bremsung zu erwarten haben. Hoffen wir, wie gesagt, dass der Lotse dann gleich noch da ist. Noch ist er da. Haben wir auf jeden Fall einen schönen Flug, haben einmal jeden Lotsen einen mitgenommen gegebenenfalls. Und dann gucken wir mal, was uns denn da erwartet. Das war jetzt nicht so schön. Da hat Microsoft, glaube ich, zugeschlagen. 140 Knoten von links. Da werden wir jetzt aufgrund dessen auf jeden Fall die Seatbelts einmal anmachen. Ich vermute, dass uns Microsoft ein bisschen gerade hier im Luftdruck verrannt hat. Wir gehen jetzt runter in die Wolken, also Engine Anti-Ice on. Und werden dann gleich wahrscheinlich, wie ich das jetzt kenne, einmal das gleiche nochmal als Bums von hinten bekommen und dann ordentlich in die Overspeed gehen. Hoffen wir es mal nicht, aber 137 Knoten Gegenwind halte ich schon für sehr anstrengend. Werden wir gleich aber auch mit Rückenwind landen, wenn das dann so weitergeht. Aber wir haben ja noch ein paar Meilen auf jeden Fall vor uns. So, Jet Level 300 haben wir jetzt. Jetzt geht's runter in die Wolken, oder durch die Wolken. Jetzt schauen wir uns doch einfach mal hier an, das sieht doch immer ganz gut aus. Einfach schön, ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, schade, dass man das Wackeln nicht so aufnehmen kann. Noch geht es nicht in die Wolken. Ganz schöne Schräglage. Ja, das Unwetter in Deutschland ist noch nicht wirklich rum. So, jetzt tauchen wir ein in die Suppe. Das sieht so realistisch aus, Wahnsinn. Außer der Strobe Lights in den Wolken. Da kommt der Kick wieder zurück. Jetzt haben wir ja gute 50 Knoten weniger drauf. Sind aber nicht im Overspeed gelandet, das ist schon mal gut. Also da kam wieder eine Microsoft-Wetterkorrektur. So, bei GoKo wollten wir die 5000 Fuß erreicht haben. Und jetzt bis GoKo noch 55 nautische Meilen. Wir müssen noch 18.000 Fuß abbauen. Mal 3. Dann sind wir bei 54.
nautische Meilen, dann passt das immer noch zu 1. Wunderbar. So, und zu meinem Bedauern ist der Lotse jetzt offline. Folglicherweise landen wir jetzt einfach für uns selbst. Das bedeutet, wir ziehen uns jetzt einmal das Wetter nicht mehr vom Tower, sondern das Wetter einmal aus dem Simulator. Das ist nicht das Wetter, das ist das Wetter. Und dann tippen wir das gleich nochmal ein und haben nochmal einen genauen Überblick, wie wir es denn machen. 42 nautische Meilen, 12.000 Fuß. 36 nautische Meilen, die wir bräuchten, um noch zu sinken. Das heißt, wir sind zu schnell eigentlich auf dem Sinkflug unterwegs. Dann würde ich nochmal ein paar Fuß rausnehmen. Speed Vertical, Speed Alt Blue. Company Message ist da. Drücken wir uns auch mal aus. Liegt sie. Wir haben in Köln Wind aus 210 mit 16 Knoten. Ein bisschen stärker geworden. Temperatur von 6 Grad passt noch. QNH von 1009er. Und der Rest passt weiterhin natürlich. So, wir gehen mal auf die Constraints. Die haben wir hier noch nicht. Das macht ja nichts. So, noch gute 10.000, 11.000 Fuß, 33 nautische Meilen bräuchten wir noch zum Sinken. Hälfte der Ground Speed gehen wir runter. Erst mit dem Level Off jetzt gleich bei 10.000 Fuß. Wir dürfen ja auch höher als 5.000 Fuß sein. Schade, dass der Tower offline ist und eigentlich jetzt alles offline ist. Aber Innsbruck ist natürlich, Innsbruck Köln ist natürlich eine schöne Strecke. Gerade Innsbruck aus Innsbruck raus, immer wunderschön. Den Rückblick da, das war schon klasse. Da sollte man eigentlich den Flügel leicht sehen können, genau. Zumindest die Sharklets von diesem wunderschönen A320neo. Das
ist reine Suppe, durch die man hier fliegt. So. 8000 Fuß noch, 24 nautische Meilen, also kommen wir genau bei Gulco bei 5000 Fuß an, ein bisschen später, weil wir ja noch eine Geschwindigkeitsreduzierung bei 10.000 Fuß machen werden. Geschwindigkeit raus, 1000 left, also Sinkgeschwindigkeit raus, und jetzt geht auch die normale Geschwindigkeit raus. Als da. Dann machen wir unser Lichterchen mal an hier. Signals bleiben an. Alt. Und dann gehen wir runter auf 5000 Fuß. 5. Was Idle Open, Descent Alt Blue. Und wir stellen die Altimeter jetzt auch um einmal auf 009er und auch hier auf unsere 09er. So, wir gehen ein bisschen langsamer runter. Speed Volume, Speed Alt Blue. Da sehen wir auch, ist die Kurve jetzt schon richtig eingezeichnet worden. So, bei Wipper führt sollten wir ja auch über 3000 Fuß sein im Constrain und hinterher bei unserem Punkt, den wir dann da anfliegen müssen, bei Lektu müssen wir die 3000 Fuß haben, damit wir dann in unser 3-gradigen Profil gehen können. Von daher gehe ich jetzt mal relativ langsam runter. Jetzt mit dem Licht ist wirklich noch nicht so schön gelöst. Sehen aber wieder Erde. Gehen jetzt in einen schönen Left Turn. Zumindest in 2 Minuten. Das können sie wirklich noch fixen. Aber das muss ja Microsoft fixen. Wie gesagt, mit der Fly-by-Wire-Mod hier unterwegs in der aktuellen Experimental-Version. Das ist wirklich Wahnsinn, was sich da geändert hat in den letzten Monaten, vor allem von einem ja, unbrauchbaren Asobo-Flieger zu einem echt klasse A320 Neo, wie man ihn eigentlich spüren möchte, mit Holding-Feature mittlerweile integriert etc. Also da ist schon richtig Hirnschmalz reingefressen. Das haben die alles schon sehr gut gemacht, also da kann man nur Respekt für zollen, gerade da es kostenlos ist, eine kostenlose Mod. Spendet gerne nicht nur für mich, wenn euch das gefällt, was ihr seht, sondern auch für die Kollegen und Kolleginnen von Fly-by-Wire.
Jetzt geht es natürlich in den Left-Turn, wenn ich nach vorne gehe. Da schwingt das Flügelchen ordentlich mit, also es ist ordentlich windig. Wir sind aber auch nicht im Crosswind-Limit oder so gleich unterwegs, von daher werden wir die Landung auf dem One4Lift machen. Das wäre auch meine Wunschbahn. Ist nämlich schon sehr angenehm anzufliegen. So, Engine Anti-Eis machen wir gleich, denke ich mal, so auf 3000 Fuß wieder aus, denn die Wolken waren zumindest vorhin angekündigt. Bei ja, 2800 Fuß und 4000 Fuß. Also doch noch ziemlich niedrig, aber ich denke, da sieht im Moment so aus, als ob da nichts wäre. Schauen wir mal, wie gut das da tatsächlich gemacht ist. So, bleiben wir jetzt mal auf 5000 Fuß, gehen wir Wipper führt dann dahinter auf 3 runter. Einfach aus dem Grunde, weil ich jetzt dann tatsächlich hier noch ein bisschen höher fliegen kann. Wenn man dann nochmal ein paar Anwohner schonen kann, tut man das auch. Links von uns sehen wir Windräder, die ordentlich Stoff geben. Ich weiß nicht, ob man das auch von außen so gut sehen kann. Also die haben ordentlich zu tun, da wird wahrscheinlich der Strom des Jahres generiert. Alt. So, 5000 Fuß haben wir. Wind auf die Nase, 60 Knoten aktuell, also wird wahrscheinlich die Gegenbahn die schlauere Wahl, wenn wir jetzt nicht auf der One4Left landen würden, sondern auf der gegenüberliegenden Bahn, auf der Two-Right. Aber jetzt haben wir uns so konfiguriert und sind es den anderen natürlich auch, die online mitfliegen, schuldig, jetzt auch die richtige Route zu fliegen. In Köln aktuell zwei immer noch inbound, ich und eine halbe Stunde später noch jemand anderes. Knappe 10 Minuten sind wir jetzt noch unterwegs. Jetzt nochmal einen schönen Rechtsturn. Wir sehen nichts im Moment. Da haben wir wieder ein bisschen Erde. So, nach Wipper führt. Gehen wir dann auch in unseren Approach Mode, werden dann schon mal die Flaps ziehen. So, 5 Minuten sind wir bei Wipper führt. Ich sage, gehen wir schon mal ganz geschmeidig in den weiteren Sinkflug, aber den machen wir ganz geschmeidig. Speed, Vertical Speed, Alt. Dann kommen wir nämlich aus den Wolken auch raus, jetzt gleich. Hoffentlich. Das sind die bei 4000 Fuß, dann. Na, ich meine, die anders angesagt. Ich kann ja nochmal ein Wetter holen. Um zu gucken, ob sich da vielleicht doch noch was geändert hat. Jetzt schwankt es schon ganz schön auch bei dem Klicken hier.
Message ist da, aktuelles Meter. Gucken wir mal so eben rein. 220, 18 Knoten. Ja, wir drucken uns das noch einmal aus und werden das noch einmal aktualisieren. Dann kommt jetzt das neue Schiffchen rein. 7 Grad, es wird natürlich immer wärmer abends, logisch. Später, wenn man ankommt, ist es wärmer. Hier 1004 ist unser Q&H. Und Wind haben wir jetzt 1.00. Sorry, ich habe natürlich jetzt den Alternate vorgelesen. 1.009er. Hier ist nämlich hier Köln. Hier ist nämlich 1.009. Also wir haben aktuell Wind aus 220 immer noch. 18 Knoten, also ein bisschen mehr. Und Gusts mit 30 Knoten. Trotzdem komplette Sichtweite. Ein paar Wolken auf 2800 Fuß und ein paar auf 4000 Fuß mit 7 Grad. Das stimmte aber und da ändert sich jetzt auch erstmal nichts dran. So. Wir sind immer noch so ein bisschen in der Schlotze unterwegs hier. Aus sind, dann werden wir auch das Engine Anti-Ice einmal ausschalten. Das ist wirklich nicht so geil gemacht hier mit dem Licht. Das sieht sehr gebrochen aus. Und jetzt geht es langsam weg, weil wir sinken weiter. Und dann gehen wir danach auf unsere Höhe, die wir haben wollen. Also die 3000 Fuß und werden dann hier den Approach Mode starten. 2500 etc. pp. So, 2500 ist checked. Wir gucken uns dann einmal auf den Charts nochmal an, was wir denn dann hier jetzt gleich brauchen. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir Richtung Köln-Bonn unterwegs sind. Ich würde mir dann auf jeden Fall uns das einmal an. Gucken, wir kommen ja jetzt von hier rein, würde ich mir jetzt auf jeden Fall Köln-Bonn reinholen und rüber Fürth einmal reinholen. Wenn ich brauchen wir nicht, Cola sind wir dran vorbei. Also einmal Kilo, Bravo Oscar und Whisky Yankee Bar. Kilo, Bravo Oscar und Whisky Yankee Papa. 2500. So, dann haben wir die auch. Da haben wir jetzt keine Wölkchen mehr vor uns. Zumindest sieht es aktuell so aus, als da. Köln-Bonn ist identified. Alt. Dann machen wir Engine Anti-Ice aus. Ja, okay. Machen wir Engine Anti-Ice wieder an. Hätte ich jetzt eigentlich für ein Gerücht gehalten. Ich sehe hier keine Wolken. Wir haben 8 Grad. Naja. Regnet uns auch nicht. Schneien auch nicht. Nieseln auch nicht. Dann sind wir halt darauf angewiesen, dass wir uns den Meersprit ziehen. Da hinten sehen wir unseren Flughafen. Jetzt geht es nochmal schön auf den Left Turn und dann kommen wir dann gleich auch hinterher auf unseren Approach ins Final. Bin ordentlich durchgeschüttelt hier. Sieht auch schön aus da unten, das ist schön beleuchtet. So, 50 Knoten Gegenwind. Da leuchtet unser Flughafen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in unseren Approach Mode und bremsen den Flieger etwas runter.
gleich schauen, dass wir vor der Kurve gleich nochmal bei dem Left Turn schon mal Flaps einsetzen, damit wir da noch ein bisschen langsamer durchgehen können. So, niemand online, schade. Wir ziehen das aber trotzdem natürlich durch. 5-6 Minuten sind wir noch in der Luft. Und dann haben wir auch diese Strecke hinter uns. 2500. Ist checked. So, mit dem ganzen Wind, die haben ja von Fly-by-Wire einmal dieses ganze Auto-Throttle. Also Autothrust haben sie ja überarbeitet. Das funktioniert ganz gut, aber da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Korrektur, was so Wind angeht. Also jetzt versucht er den auf Green Dot Speed zu halten mit 54 Knoten Gegenwind. So, jetzt bräuchten wir auch wieder Engine Anti-Ice, das wäre ich wieder beim Flieger dabei. Unter 10 Grad, 6 Grad und Wölkchen. Deswegen ruckelt er immer noch so ein bisschen hin und her, aber das wird auch von Mal zu Mal besser. Wir sind ein bisschen weiter links vom Track, als wir sein dürften oder müssten. Finden uns aber trotzdem auf dem direkten Weg zu Delta 270 Kilo. So, dann würde ich sagen, Flaps 1, Speed checked, Flaps 1. So, jetzt gehen die Vorflügel einmal raus, das können wir hier bzw. hier noch besser sehen. Wir sind einmal draußen, die Slats. Und die Flaps springen wir dann nach hinten, die kommen dann gleich bei Flaps 2 mit raus. So, jetzt geht's in den Left Turn. Also ab jetzt könnten wir auch Flaps 2 Konfiguration machen. Da machen wir aber gleich, wenn wir auf dem Left Turn Richtung Lecto sind und uns da ja, auf der Strecke gleich bewegen. Wir sehen, wir sind unter der Glide Slope. Wenn wir ein bisschen weiter raus sind, bei Lecto geht es gleich aber runter und da sollten wir dann unsere Landekonfiguration auf jeden Fall durch haben. Jetzt geht es noch einmal in den wunderschönen Left Turn. Da hinten sehen wir schon unsere Bahn. Speed checked, Flaps 2. Jetzt kommen auch die Flaps raus. So, und da sehen wir, es geht runter. Wir machen schon mal den Localizer an. Dann kann der schon mal gucken, ob wir vor Lecto schon mal drauf kommen auf den Localizer. Da hinten sehe ich aber schon einen Flieger, der anscheinend raus möchte. Dann gucken wir mal, dass wir das gleich schaffen. Dann geht es jetzt einmal noch in den finalen Left Turn. Und dann würde ich sagen, machen wir den Approach Mode auch an. Single. Lockstar. So, 55 Knoten Crosswind. Hoffen wir mal, dass das bis zum Minimum gleich weniger wird. Glide Slope Star, jetzt geht's runter. Denn da wären wir auf jeden Fall im Limit. Da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht mal eine Runde drehen und dann doch auf der 2-4 landen. Let's look. Star Look ist drin. Wunderbar. 2500. Ich erinnere nochmal an die Miss Approach. 2,8
nautische Meilen von Köln-Bonn, ein Left-Turn auf Wipper. Und dann wieder auf 3000 Fuß steigen. Das heißt, die 3000 sind drin. Das ist jetzt schon ziemlich krass. Wir machen trotzdem einmal Get Down. Kevin checken wir schon mal. Auto Brake Low. Kevin checken nochmal. Flight Attendants, please prepare for landing. Flaps 3, Speed Check, Flaps 3. Full. 38 wäre Crosswind Limit, jetzt haben wir 36 Knoten. Automarker. Da sind wir ordentlich schief. 31, dann dürfen wir landen. Das war ja aber ganz knapp am Limit. So, dann gucken wir mal, wie wir den Vogel jetzt da schön 1000 unterbekommen. 1000 ist checked, dann würde ich sagen Manual Flight, Manual Thrust. So, der Wind nimmt ein bisschen ab. Ist ganz schön, Cut 1 ist ganz schön windig hier. Das merkt man auch. Ein bisschen nach rechts, nach rüber. Der Wind nämlich nimmt jetzt immer weiter ab. Das macht es jetzt nicht einfacher im Anflug. Natürlich charmant, wenn der stabil bleibt. Sind aber genau ausgerichtet, ticken nach links. 500. 500 ist checked, wäre nochmal ein bisschen langsamer. Da haben wir nur noch 18 Knoten Crosswind. Ticken nach 400. Rechts. Da sehen wir auch schon den nächsten Flieger rechts, Land. 100 above, 300. Ein bisschen ist checked. Ein bisschen nach rechts. Minimum. Continue. So, dann müssen wir jetzt runter. 100. 50. 40. Flair. 30. 20. Return. Return. So, wunderbar. Spoilers. Reverse Green. Diesel. Manual Brake, 60 Knots. Und dann gehen wir hier einmal raus. Also brauchen wir nicht den Highspeed Exit da hinten nehmen, dann gehen wir hier raus. Ja, anspruchsvoll. Sehr anspruchsvoll. Den hätte man auch schöner auf die Bahn setzen können, aber das war noch im Limit, denke ich mal. Engine Anti-Ice kann jetzt aus. Wir machen die Lichter an, das aus. Das Strobe kann auch einmal aus. Und dann willkommen in Köln-Bonn. So.
Dann gehen wir einmal hier raus. Und stellen uns gleich da schon vor das Terminal. So, da hinten findet immer noch das Boarding statt. Sieht von hier aus aus wie in der Eurowings. Wir sind jetzt gerade hier raus bei Alpha Tri. Finden uns oder haben uns auf Echo befunden, sind jetzt hier bei Alpha und gehen dann gleich aufs Main Apron. Rüber. Scheint ein bisschen Wind von rechts zu haben. Gehen wir gleich auf Bravo und dann einmal rüber. So. Und dann suchen wir uns doch mal ein Gate aus. Gehen wir jetzt hier über Blue. Ach, dann stellen wir uns hier hin, ist doch auch schön. Also 3 Minuten Cooldown Zeit brauchen wir auch. Wie gesagt, da ist die Jurings Holidays. Und da hinten steht eine Air Berlin tatsächlich. Wie denn hier? So, und dann gehen wir einmal hier links rum und stellen uns einmal hier auf. Na, stellen wir uns dahin? Ne, wir stellen uns hier auf Delta 1-2. So, die Lichter einmal aus, um niemanden zu blenden hier. So, hier haben wir leider kein Gate. Direkt. Natürlich hier auf dem einzigen, welches kein schönes Gate hat. Aber gut, wir stehen direkt vor diesem wunderschönen Köln-Bonn Airport. Sehen da ein paar Passagiere drin machen, die Parking Brakes einmal rein, sehen hier einen leichten Glitch. Und dann holen wir uns einmal unsere externe Power. Ich mache das Licht im Flieger schon mal an. Unsere EAPU hätten wir auch gerade gerne schon starten können. Das machen wir jetzt aber mal spontan, damit wir die Triebwerke ausschalten können. Rechts von uns gucken wir nochmal kurz auf die Air Berlin. Cooldown-Zeit ist vorbei. 4 Minuten noch was. Das passt auch und könnten jetzt natürlich auch direkt auf die externe Power gehen, aber da hätten wir jetzt natürlich vorher einmal die APU schon starten sollen müssen. Da geht die Air Berlin zurück, pusht einmal zurück, das schauen wir uns einmal an und dann schalten wir unseren Flieger auch komplett einmal ab. So, was wir aber schon mal machen können, beziehungsweise ja noch nicht machen können. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen auf die APU warten, dass wir die Triebwerke ausschalten. Dann können wir auch schon mal in die Gästeentladung gehen. Die APU ist da, wunderbar. Dann machen wir noch einmal die Bleed Air an und dann schalten wir auch Engine 1 off und Engine 2 off. So. APU läuft, externe Power geht an, die APU geht dann natürlich wieder aus, unser Beacon geht aus, weil wir uns nicht mehr bewegen, unsere Gäste dürfen aufstehen, Strobe geht ganz aus,
Wir laden uns mal alles ran, was wir so brauchen. Und das ist anscheinend so ein Flughafen, wo man hier alles doppelt anklicken muss, damit die kommen. Gut, da gibt es jetzt anscheinend keine Treppchen, die hier rankommen. Schade, schade. Können sie ja noch einmal probieren. Aber ansonsten schmeißen wir unsere Gäste dann einfach direkt raus. Also Weight and Balance geht dann einmal auf 0 Total und raus mit den ganzen Herrschaften. So, wir sind soweit hier durch. Die APU fährt runter. Wir machen nicht die Ground Control an, wir machen die Cruise Supply aus. Einmal die drei Lichterchen aus. Also nicht Lichterchen, sondern die Navigation aus. Wir schalten unseren Transponder ab, stellen ihn wieder zurück. Standard unser Predictive Windshear System schalten wir aus. Sperren uns einmal wieder ein oder aus oder machen die Türen auf, besser gesagt. Hat alles gepasst. Crosswind Limit hatten wir. Das war schon sehr sportlich, fand ich. Schalten hier noch so ein paar Dinge aus, wie es sich so gehört, wie man den Flieger halt so aufräumt, wenn da noch andere kommen. Warten jetzt noch mal ein paar Minuten ab. Dann die APU muss noch runterfahren. Die Gäste müssen noch aussteigen. Und wir haben soweit aber alles ausgeschaltet, wenn ich mich jetzt recht erinnere und entsinne. Passt das soweit? Können noch die Treibstoff oder müssen noch die Treibstoffpumpen ausschalten. Und dann haben wir es aber auch wirklich durchgezogen. So, unsere Air Berlin, oder nicht unsere, die Air Berlin steht jetzt dahin und wartet auf, ja, auf nichts, macht wahrscheinlich jetzt gerade nach dem Triebwerksanlassen auch der Flight Control Check. Bisschen schade, dass wir hier tatsächlich niemanden haben, der unsere Gäste entgegennimmt. Also die springen gerade einfach aus oder lösen sich in der Luft aus. Also die müssten eigentlich ein bisschen eine Treppe ranfahren, dann könnten die hier einmal reingehen. Ist ja nur jedes zweite, dritte Gate so. Hätten uns jetzt auch hier hinstellen können, aber da stand ja die Air Berlin. Und ansonsten, ja, ist es schade, dass die Treppe jetzt nicht da ist. Aber gut. So. Wir sehen unsere Air Berlin so nicht. Ja, wir haben das hier alles soweit eingestellt. Wie gesagt, die Gäste entladen, noch 70 an der Zahl. Die APU ist mittlerweile aus. TCAS ist auf Standby. Parking Brake ist set. Und dann können wir ja eigentlich nicht mehr wirklich viel machen. Wir machen gleich nochmal das Navlight aus und dann externe Power Licht. Und das war's. Ja, die externe Power draußen, ist die eigentlich noch dran? Sieht man das? Ja, die ist noch dran. Die lassen wir auch dran. Heute gibt es hier keinen Flug mehr, auch wenn das in Köln-Bonn erlaubt wäre. Aber grundsätzlich würden wir den Flieger jetzt natürlich nicht so cold and dark wieder machen. Das wäre ja schon gemein. Das sieht auch einfach wunderschön aus. Alle mit dem Köln-Bonn Hintergrund. Einfach schön. Und das hört sich so an, als ob unsere Air Berlin Gas gibt. Wunderbar. Die wird jetzt wahrscheinlich... Ja, nicht zu One for Left. Ich bin mal gespannt, ob die aus der von der One for Left startet, weil das hätte schon eine ordentliche Cross- und Rückenwindkomponente gehabt. Aber so lange warten wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt nur, ob es gleich auf die One for Left geht oder nicht. Und machen unseren Flieger aber da auch schon mal aus. So, 15 Gäste haben wir noch. Dann sieht auch alles soweit wieder gut aus. Wir probieren noch einmal die Packs. Hier kommt wirklich nichts rangefahren. Schade, schade. Schade. So, 4 Gäste noch, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Wunderbar, der Flieger ist leer, wir sind die Letzten. Dann geht unser Navlight einmal aus. Genießen einmal noch den Blick, da wird es anscheinend wirklich auf die One for Left gehen. Schalten einmal die externe Power aus. Ich schalte einmal das Licht hier drin aus, die beiden Batterien. Und jetzt sind wir hier cold and dark. Die Easys geht jetzt noch aus. Gucken noch schön auf Köln-Bonn Airport. Und dann geht die ISIS aus. Die Air Berlin ist anscheinend hier und startet von der One for Left. Das war jetzt aber sportlich. Nein, die ist hier. Anscheinend haben wir da noch einen Flieger, der gerade startet. Die habe ich ja immer richtig mächtig schön übersehen. Die geht nicht über die One for Left. Dann hätte sie jetzt den Left Turn machen müssen. So muss es sein. Wahrscheinlich... Genau, ist da jemand anderes gerade gestartet. Verrückt, verrückt, verrückt. So, wir sind da. Das passt soweit. Hier geht immer noch was rein. Das ist ja ziemlich verrückt. Und ansonsten
würde ich sagen, das war's von hier. Wir sind angekommen in Köln-Bonn. Mich würde es freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst und ein Abo. Dann könnt ihr mich unterstützen, wenn es euch gefallen hat. Erzählt es gerne weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann natürlich nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst.